Das Besondere, was ich Ihnen heute zeigen möchte, und ich werde mich nachher erst im Anflug wieder melden, ist, ich vergesse mal bewusst, das Fahrwerk auszufahren. Und dann werden Sie sehen, welche Warnungen hier alle angehen und dass die Piloten beide schon sehr abgelenkt sein müssen und sehr anders beschäftigt sein müssen oder eben alle Warnungen ausgemacht haben, um das zu ignorieren und zu übersehen, weil wir hatten ja gerade so einen Fall in Australien, Melbourne, wo das an der Vietnam Airlines 787 passiert ist. Die Warnmechanismen, ob bei Boeing oder Airbus, sind alle ähnlich. Also es gibt doch eine ganze Menge Theater los hier, wenn man das vergisst. Ich werde dann entweder die Räder noch schnell rausnehmen oder ich werde durchstarten und einen neuen Anflug machen. Das werde ich dann entscheiden. Je nach Stabilität des Anfluges. Ich werde mal versuchen, die Räder im letzten Moment rauszunehmen und dann entsprechend die Landung noch zu machen. Mal sehen, ob ich das schaffe. Ich bin wie immer alleine unterwegs. Das heißt, hier mit erhöhten Anforderungen auch an mein Selbstmanagement, an mein Workload-Management. Ansonsten aber nichts Besonderes. Ich melde mich nachher wieder und freue mich auf den Anflug gleich mit Ihnen. Tschüss. So, Gleitflug kommt. Landegewicht 55,6. Das war eine Approach Speed von 129 und 124 Landing Speed. So, ich werde jetzt das Gear mal bewusst nicht ausfahren. So, wir sind im Final Descent. Landing Checklist. So, das ist meine erste Warnung, die hier ist. Ich habe das Landing ja nicht raus. So, Flaps mache ich mal auf 3. Das vergesse ich mal nicht. Gehe mal runter auf 150. Machen wir alles so wie gehabt, nur eben das Fahrwerk nicht. So, das erste, was ich merke, meine Approach Speed baut nicht ab, weil die Räder nicht draußen sind. Ne? Damit habe ich schon mal, das müsste ich jetzt schon mal irgendwie merken, irgendwas passt hier nicht. Bin nur noch 1000 Fuß über Grund. So, jetzt fahre ich noch meine Flaps voll und versuche auf 140 zu gehen. So. Oder auf 135. So, jetzt merke ich, irgendwas passt nicht. Die Speed baut nur ganz schlicht ab. Jetzt merke ich immer noch nicht, dass die Räder draußen sind. Jetzt fahre ich mal die Speed Brakes manuell, weil ich das nicht realisiere. Hier kommt eine Warnung. So, jetzt kommt Speed Brake draußen. Jetzt kommt die Gear Warnung. Also die muss ich jetzt auch noch überwachen. So, ich muss trotzdem noch mit den Speed Brakes arbeiten. Ich habe immer noch Gear Warnung. Ich drücke jetzt mal weg. Das geht nämlich nicht. Das sehen Sie. Jetzt kommt eine Master Warnung. Also jetzt geht hier gar nichts mehr so. So, jetzt kommt das auch noch die Too Low, weil ich das Gear nicht draußen habe. So, das ist also alles muss ich ignorieren. Ja, ich entscheide mich jetzt mal das Fahrwerk rauszunehmen. Too Low, Terrain. Manuell weiter zu fliegen. Master Warning off, Gear Downstream Green. Landing Konfiguration habe ich. Ich gehe mal runter auf 131. Und werde jetzt die Landung beenden hier in Augsburg. 1500 Meter Piste, wie gesagt. 300. So, wenn gleich von links mit 11, 20. Minimum. So, ich bin am Minimum. 200. So, und jetzt muss ich natürlich sehen, dass ich die auf den 1500 Metern runterkriege. Das heißt, ich werde mal Autothrust aus und lasse sie jetzt in den Speed. Life-Slow. Ja, die Speed ist am Limit. Aber ich kann mir hier keine Füße so. Sinkrate 400 Fuß, voller Umkehrschub. Und in die Bremsen. Oh, 80 Knots. Below 60 Reversals closed. Und Sie sehen, ich habe es geschafft hier. Und kann sogar die erste Intersection noch kriegen. So. Also ich habe eine Landedistanz gebraucht von etwa 1100 Meter. So, Brakefans an. Ja, Sie sehen, das ist kein Hexenwerk. Und wenn man das Fahrwerk, so Parking Brake, Landeklappen, Landing Lights, Taxi Lights, das, Landung beenden. So, Sie sehen, das ist kein Hexenwerk. Ich muss also alles missachten. Ich muss total abgelenkt sein. Wie damals bei der Vietnam Airlines in Melbourne vor einigen Wochen ist mir das eigentlich nicht erklärlich. Deswegen bin ich da so sehr auf das Untersuchungsergebnis gespannt. Ich bedanke mich bei Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.